als ich mit der Logistik angefangen habe, habe ich dann eben angefangen, Grillfleisch zu optimieren auf dem Rost oder eben auch, wie man die Spülmaschine ein- und ausräumt. Also so ziemlich jedes große Unternehmen in Region Bayerisch-Schwaben hatte wahrscheinlich schon mal ein Projekt mit der Hochschule Augsburg und es öffnet uns natürlich die Türen. Und das Tolle ist, wir können dann halt hier Praxis mit Wissenschaft verknüpfen. Jetzt hatten wir zum Beispiel eine Vorlesung, da war der MAN-Vorstand hier und es war halt super interessant, weil wir waren zu viert und die haben wirklich aus der Praxis erzählt, wie denn der Einkauf bei der MAN so funktioniert und was, wie es da so abläuft, weil man hat ja sonst ein bisschen die theoretische Sicht immer, aber hier an der Hochschule hat man halt wirklich auch viele Experten, die aus Unternehmen hierher kommen, um uns Studenten zu unterrichten und uns einfach zu zeigen, ja, wie es denn in der Praxis ist und dementsprechend kann man dann das theoretische Wissen schon gleich verknüpfen. Und das ist auch das Tolle, weshalb wir jetzt hier in der Forschungsgruppe in unseren Projekten einfach das auch gleich anwenden können oder in den Forschungsprojekten selber. Hinter Logistik steckt ja der Grundgedanke, tue das, was du tust und denk vorher drüber nach, mach's effizient. Und das lässt sich natürlich auf jeden Lebensbereich übertragen und als ich mit der Logistik angefangen habe, habe ich dann eben angefangen, Grillfleisch zu optimieren auf dem Rost oder eben auch, wie man die Spülmaschine ein- und ausräumt. Zur Freude meiner Freundin natürlich. Und deshalb ist Logistik für mich auch wirklich der beste Teil von meinem BWL-Studium gewesen, weil hier diese krasse Philosophie ist, die nicht nur eigentlich in der Wirtschaft dann zum Tragen kommt, sondern dass ich die wirklich auf mein komplettes Leben übertragen kann. Und jetzt nicht nur auf irgendwelche physischen Sachverhalte, wie ich mache tatsächlich was, ich räume etwas um, sondern einfach so dieser Grundgedanke, denk mal drüber nach, ja, mach's vielleicht effizienter, mach's schlauer. Es hat schon fast was mit Entschleunigung so ein bisschen zu tun, obwohl es ein komplett anderer Sachverhalt ist, ja. Das, was man ja so immer sieht oder denkt, ist, dass man Logistik ist, einfach wenn die Ware pünktlich beim Kunden ankommt. Es ist aber eigentlich viel mehr, also so wirklich das, was dahinter steckt und heutzutage gerade in Zeiten der Digitalisierung und Industrie 4.0. Und das ist das, was so die Logistik, die Herausforderung für die Logistik heute, sich einfach darauf auch anzupassen, weil die Digitalisierung so schnell voranschreitet und die Unternehmen da vielleicht auch Mühe haben, ein bisschen mitzukommen in diesem Wandel. Von daher ist es gut, dass es uns so als Forscher an der Hochschule gibt. Wir können uns überlegen, was wird vielleicht heute gebraucht, beziehungsweise morgen, was könnte die Unternehmen interessieren in Zukunft und wie können wir da ansetzen, wo müssen wir forschen. Also wir arbeiten dann, wenn wir hier auf Projekten arbeiten, wir haben ja einen sehr hohen Praxisbezug, weil wir arbeiten sehr viel auf Projekten, arbeiten wir interdisziplinär zusammen. Also es kann sein, dass wir als BWLer, der sich auf Logistik spezialisiert hat, mit einem Mathematiker zusammenarbeiten, der ursprünglich aus der Versicherungsmathematik kommt und einem Informatiker. Und dann auf einmal diese Hürden zu überwinden, weil jeder hat ja eine andere Gedankenschule. Ich denke zum Beispiel total qualitativ und bin eher der Kreative. Dann der Mathematiker, der bewegt sich natürlich nur in seinem Bereich der Zahlen. Und diese Hürden zu überwinden und dann doch zusammenzuarbeiten, das ist das eigentlich Interessante. Und es ist erstaunlich, welche Lösungen da teilweise rauskommen und wie gut sich das ergänzt, wenn man menschlich gut zusammenpasst. Also definitiv eine gefragte Persönlichkeit hat mehrere Schichten oder Aspekte für mich. Also zum einen gibt es natürlich die Hard Facts. Ja, man muss natürlich einen guten Abschluss haben, man muss die nötige Methodik lernen. Das bietet natürlich auch die Hochschule. Aber durch die Praxisprojekte und durch die Praxiserfahrung, die wir dann auch dadurch sammeln, bildet sich halt auch die Persönlichkeit. Und das ist der eigentlich wichtige Punkt. Also wir bilden hier soziale Intelligenz. Und die ist vor allem dann in der Arbeitswelt mal gefragter, wie wenn einfach nur die reine Methodenkompetenz.